Also wer sich hier in diesem Land eben, wie gesagt, so einseitig positioniert, ja, und einfach nur dem, ja, dem Mainstream hinterherläuft. Es steht ja in einer gewissen Tradition. Ne? Deswegen auch Braule. Ich bin sicher, Balsen ist, glaube ich, schon ein älteres Unternehmen. Ne? Und man kann fast wetten, dass solche Unternehmen auch damals immer fein mitgemacht haben, alles mitgemacht haben. Ja, natürlich. Ne? Ich glaube auch. Also das sind genau die, die in ihrer eigenen Tradition stecken, ne? Die einfach immer der Herrscherkaste wohlfeil hinterherlaufen oder sogar nach drei Schritte vorausgehen, weil sie ja noch besonders den Bückling machen und so weiter. Und ja, diese Leute kann man natürlich mit den Mitteln des Marktes in die Schranken weisen, go woke, go broke. Ne? Mhm. Und sie sind ja nicht die Ersten, bei denen diese Kampagnen jetzt nach hinten losgehen, weil sich der Zeitgeist doch in Wirklichkeit schon längst dreht gegen diesen unglaublichen, primitiven Scheiß. Sind Sie noch der Meinung, dass wir in einem Rechtsstaat oder einer Demokratie leben? Nee, aber die Angst ist jetzt im Moment auch nicht übergroß, ne? Scheint mir so. Ja. Also wenn ich mich so auf Twitter umschaue, ne, da spricht es ja hier auch an, wirklich alle Haltelinien sind ja jetzt so langsam überschritten mit Frau Faesers und Frau Paus Pressekonferenz diese Woche, ne? Demokratiefördergesetz zur Demokratieabschaffung, ähnliches, ne? Meinungsfreiheit wird endgültig mit Füßen getreten. Gleichzeitig, wenn man sich mal auf X umschaut, ne? Es gibt ja keinen, der nicht so einen Hals hat davor und sagt, hier, bitte beachten Sie mich jetzt mal hier. Ja, ja. Ne? Ich verhöhne den Staat und bin stolz darauf. Also, dass jetzt da die Angst übermächtig um sich greift, sehe ich jetzt auch nicht. Ne? Nee, das wollte ich auch, glaube ich, so in Abrede stellen. Also Tatsache, also hier, um auf die Frage zu antworten, ob wir in einem Rechtsstaat oder einer Demokratie leben, Rechtsstaat, was ist das jetzt für eine Definition? Dieser Staat definiert sich ja ganz klar als Rechtsstaat und gibt sich selber das Recht, hier irgendwelche Dinge so zu gestalten, wie es ihm beliebt. Und so aus unserer Perspektive ist das natürlich alles relativ problematisch, ne? So als ein Rechtsstaat, der für die Rechte der Menschen, der Bürger eintritt. So würde ich den Staat jetzt nicht zwingend definieren wollen. Und auch was die Demokratie angeht, ja, es ist eine repräsentative Demokratie und Aber wenn man das so akzeptiert mit dem Rechtsstaat, dann ist, glaube ich, gemeint, dass der Rechtsstaat natürlich politisch neutral sein soll und sozusagen die eigenen Regeln regelkonform irgendwie durchsetzt und jeder ist vor dem Gesetz gleich und so weiter. Und das alles ist ja längst nicht mehr der Fall. Wir sind ja längst in einem Gesinnungsstaat angekommen. Ja, das betrifft ja eine nicht demokratische Partei. Ich glaube, das würden sie tun. Ja? Sie würden so tun, aber ich glaube, vielleicht haben sie abschätzen können, okay, das kann auch echt nach hinten losgehen, wenn wir daraus jetzt den ganz großen Klops machen. Und da haben sie vielleicht zum ersten Mal wirklich richtig gelegen. Haben sie, ja, ich meine, sie liegen ja sonst normalerweise grundfalsch und eigentlich alles, was sie anpacken, geht nach hinten los. Das weiß man. Das wird sich auch so mit diesen Anti-Rechts-Demos zeigen. Das geht nach hinten los. Das wird nichts bringen. Ich meine, wir gucken uns jetzt mal die Umfrageergebnisse der AfD an. Gut, die haben hier und da 1% oder 2% verloren. Aber was sagt das jetzt eigentlich aus? Ja, die haben die ja auch nur verloren, weil jetzt auf einmal Wagenknecht mitgezählt wird. Und das war ja immer klar, Wagenknecht wird einen gewissen Prozentsatz bekommen. Da wird ein kleiner Teil von der AfD abgehen. Das ist jetzt passiert, aber eben auch ein beträchtlicher Teil von SPD und so weiter. Ne? Ja, und das Witzige ist, es wurde ja jetzt Linke natürlich auch. Vorgestern ist ja eine Umfrage erschienen zur Europawahl. Da steht die AfD immer noch bei 22%. So, und die Grünen, ich glaube, bei 10,5%. Also diese ganzen Demonstrationen, dieser ganze Bohai, dieses ganze gigantische Superspektakel mit vollster und breiter Unterstützung unserer Massenmedien, die wirklich mit jedem Weitwinkelobjektiv versucht haben, da mehr draus zu machen, als da eigentlich stattgefunden hat. Trotz dieser ganzen Unterstützung hat sich doch eigentlich an dieser Gesamtsituation, an diesem Gesamtstimmungsbild praktisch nichts verändert. Ja, also man müsste ja eigentlich meinen, die AfD stünde jetzt bei -2% oder sowas. Aber keine Ahnung. Und das ist ja das Interessante, es ist jetzt alles, nachdem inzwischen in Umfragen Wagenknecht mitgezählt wird, aber noch bevor die Werteunion mitgezählt wird. Die kommt auch noch dazu. Da gibt es, glaube ich, jetzt so erste habe ich gesehen im Internet irgendwo bei X, erste Umfragen.
ich möchte nicht lügen, aber ich meine, das war bundesweit, wo die Werteunion erstmals mitgemessen wurde, bundesweit, bevor sie jetzt überhaupt gegründet ist, bei 4% liegt. Mhm. Da fehlt also nicht mehr viel, dann ist sie über 4%, über 5%. Die FDP ist, glaube ich, momentan bundesweit schon bei 3. Wo jetzt gerade angefangen wird, die Werteunion mitzuzählen. Und das ist ja jetzt die große Frage, wenn das die Unionswähler mitbekommen, ne, wird das ordentlich auf Kosten der Union noch gehen. Ne? Ach, und dann wird es aber so richtig spannend. Ne? Und ich glaube, da war eine Umfrage, war in Sachsen. Und da war es absehbar, dass AfD plus Werteunion in Sachsen eine parlamentarische Mehrheit haben könnte. Ja, guck mal. Also, natürlich. Und das ist ja, das liegt in Thüringen in der Luft, das liegt in Sachsen in der Luft, vielleicht auch in Brandenburg in der Luft, ne? Und ja, was für ein Jahr, ne? Ja, was für, ja, sind die ersten, es sind immer noch die ersten 100 Tage, die gerade laufen. Übrigens, wo wir gerade die Werteunion haben, von gestern war ja nichts zu hören. Gestern war wohl in Erfurt Hans-Georg Maaßen, politischer Aschermittwoch, Werteunion mit Überraschungsgästen und wir alle, ist jetzt Harald Schmidt doch dabei? Dieter Bohlen? Ich weiß es nicht. Nee, aber man hat ja nichts davon gehört. Ne? Ich habe auch geguckt und geguckt. Es war eine Geheimveranstaltung. Ein Geheimtreffen. Ja, die sind ja neuerdings in Mode, weiß man ja. Ne? Mein Stammtisch war ja auch ein Geheimtreffen. Ja, aber jetzt auch wieder so eine Frau hat dann irgendwie einen Beitrag der Rheinischen Post geteilt, dass ja hier beim Karneval auch irgendwie, keine Ahnung, also dass diese Veranstaltung irgendwie auch für den Kampf gegen rechts verwendet worden ist. Schunkeln gegen die AfD. Schunkeln gegen die AfD oder sowas. Und der Kommentarbereich, der wurde dann nach einiger Zeit geschlossen, weil sich dann ja doch zu viele Leute dann gegen diesen Unfug dann gestellt haben, die gesagt haben, was soll dieser Unsinn? Wir wollen Karneval feiern und hier nicht politisch instrumentalisiert werden.